Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist es mal wieder soweit. Ihr habt das letzte Account-Kaufen-Video sehr gefeiert und deswegen machen wir heute ein neues Account-Kaufen-Video mit einem 500-Euro-Account. Wie immer, wenn euch das Ganze gefällt, sehr, sehr gerne Like da lassen, Abo da lassen und schreibt in die Kommentare, was ich demnächst für einen Account euch zeigen soll und eventuell kaufen soll. Heute, der Account ist hoffentlich wieder sehr, sehr cool. Ich bin gespannt. Ich kenne den Account noch nicht und ja, wir werden sehen, was der Account so kann. So, okay, im Account angekommen. Starten wir mal Ultimate Team. Zeig her, was haben wir hier Schönes? Direkt erstmal oben, die Coins sind wichtig. Okay, wir kriegen erstmal die Nachricht. Trailblazers vom FC-Team. Ne, Nachricht vom FC-Team. Alter. 750.000 Münzen. Ist aber deutlich schwächer als das vom anderen Account-Video. Guckt euch das auf jeden Fall an. Da hatten wir ja deutlich, deutlich mehr Coins. Dieser Account soll jetzt hier 500 Euro kosten. Das ist schon echt einiges. Wenn ich jetzt mal so überlege, wir können das ja einmal in Relation setzen, was man da, wie viele Coins man da bei meinem Partner Lootbar bekommt. Also für 500 Euro kriegen wir knapp 5 Millionen Coins, ne? Also das ist auf jeden Fall schon mal ein kleines L, wenn ich das so bei den Münzen im Moment sehe. Ihr braucht zum Start von FC25 noch Coins? Dann checkt sehr gerne mal meinen Partner Lootbar. Hier bekommt ihr Coins 8 bis 10% günstiger als auf anderen Plattformen. Wenn ihr das Ganze über meinen Link in der Beschreibung kauft und dazu noch den Code Fabio anwendet, spart ihr sogar noch 8%. Viele andere Creator, wie zum Beispiel Prones, benutzen auch Lootbar und sind sehr zufrieden damit. Und tausende Käufer ebenfalls. Also denkt auf jeden Fall daran, Lootbar über meinen Link in der Beschreibung abzuchecken und mit Code Fabio noch 8% zu sparen. Wir gucken mal, ob ShopEx verzogen wird. Das wäre ja schon mal ein gutes Anzeichen dafür, dass eventuell ein geiles Team am Start ist. Aber das sieht mir noch nicht danach aus. Hier sind noch viele, viele Shopbacks am Start. Ah, okay, 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 okay. Gehen wir noch einmal in die SBCs rein. Vielleicht eine geile SBC erledigt. Rafinha nicht erledigt. Einer der geilsten SBCs zu der letzten Zeiten. Das ist natürlich schade. Okay, wir gucken weiter. Rafael Varane auch nicht erledigt. Oh, okay, das ist tough. Das ist tough. Keine geilen SBCs. Wir können ja hinten schauen. Iwobi und Alex Garcia sind die einzigen, die erledigt wurden. Oh, das ist schon heavy, Mann. Ja, gut, hier hinten wird wahrscheinlich auch nichts erledigt sein. Wie ist es denn mit dem Hero Pack? Okay, das wurde erledigt. Das heißt, vielleicht haben wir eine geile Hero im Verein. Die Chance besteht auf jeden Fall noch. Okay, wir starten ganz hinten auf der Reservebank mit David Alaba. Gekauft für 5.800 Münzen. Na, das ist nichts Gutes. Aber gut, das ist auch nur die Reservebank. Wir machen weiter mit Dudek. Ja, okay, Dudek. Auf der Reservebank ist schon nicht schlecht, ne? Wir gehen mal weiter. Lass recken. Ah, der ist halt nicht gut, leider. So, jetzt müsste die Ersatzbank kommen. Und da ist der erste Berbatov. Ist der gut? Boah, ich kann es gar nicht einschätzen, ob Berbatov gut oder schlecht ist, ne? Hm, naja, sage ich mal. Dann haben wir Martinez Gold. Okay, das ist ein bisschen Quatsch. Al-Jabba. Oh, Al-Jabba. Was macht der denn hier? Was wollen wir denn mit Al-Jabba? Dann Roy Keane? Icon auf der Bank. Okay, das ist vielversprechend. Das ist vielversprechend. Natürlich keine geile Icon, aber eine Icon auf der Bank. Okay. Dann haben wir Luis Muriel. Auch eine coole SBC. Und weiter geht's mit Phil Foden. Oh, Preis-Leistung, auch einer meiner Lieblingskarten. Da habe ich ja lange auf Main-Account gespielt. Fand ich sehr cool. Dann haben wir noch ein Kimmin Jay. Ja, okay, ich finde, die Bank ist gar nicht so schlecht. Damit kann man arbeiten. Wichtig wird jetzt aber die Startelf. So, im Tor haben wir Thibaut Courtois, Erstbesitzer. Okay, gut, Torwart ist halt Torwart, ne? Hat jetzt erstmal nicht so viel auszusagen. Weiter geht es mit Marcos Llorente auf RV. Oh, da habe ich mir mehr erhofft. Wenigstens jetzt gute Innenverteidiger. Bitte, wir gucken in den ersten rein. Carragher mit 70 Tempo. Come on, Bro. Das ist nicht gut, muss ich sagen. Das ist wirklich nicht gut. Dann haben wir noch Rüdiger. Das ist auch so, naja. Boah, das ist schon heavy, ne? Wenn man überlegt, wir hätten 5 Millionen Coins, könnte man sich dafür holen. Da erwarte ich eigentlich noch mehr. Vielleicht gibt es ja einen geilen Sturm oder so. Wir gucken mal. Erstmal den Linksverteidiger. Udogi. Bruder, das ist ja so verquatscht. Das ist ja wirklich verquatscht. Das ist bisher ein totaler Reinfall, sage ich ehrlich. Okay, wir haben noch wahrscheinlich, wie viel sind es noch? 6, ne? Wir haben jetzt 5 durch, ja, 6 Spieler haben wir noch. 6 Offensivleute, beziehungsweise Mittelfeld. Wir starten mal mit, oh, Adama Traoré, der hat den Season Pass durchgespielt. Alter, Adama Traoré ist geil. Das ist krass. Also ich habe den Season Pass selber nicht durchgespielt. Sehr, sehr viel Arbeit gewesen. Das ist eine brutal geile Karte. Cool. Okay, Adama Traoré ist cool. Dann haben wir Iwobi im ZM, wahrscheinlich zum Link, ne, von Adama Traoré. Ist auch ein cooler Link. Parejo, war auch zum Erspielen, naja. Naja, naja, naja. Gabriel Martinelli auf LM. Boah, wir haben jetzt nur noch 2 Stürmer, ne? Ach, das ist ein Bruch bisher. Komm, es müssen jetzt wenigstens gute Stürmer werden. Eine geile Icon oder so. Antoine Griezmann, Erstbesitzer. Okay, und einen haben wir noch.
Ach, der Gesotter. Nee, ich sage ehrlich, Chat, das ist es, glaube ich, nicht. Das ist es, glaube ich, nicht. Wir gucken uns das ganze Team aber an in 3, 2, 1. Das ist das ganze Ding. Boah, ich weiß nicht, Chat. Ich weiß es wirklich nicht. 500 Euro dafür, meiner Meinung nach, wirklich nicht lohnenswert. Vor allem, wenn man überlegt, wie gesagt, was man da sich an Coins kaufen kann. Ihr wisst ja, wir haben auf unserem Main-Account und zweiter Account schon einige Coins dieses Jahr gekauft. Weshalb wir jetzt auch so ein krasses Team haben. Ah, das ist es, glaube ich, nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, Freunde, was ihr dazu sagt. Ob sich eurer Meinung nach dieser Account lohnt, 500 Euro. Aber ich glaube, da werde ich passen. Und wenn euch das Ganze generell gefallen hat, sehr, sehr gerne Like da lassen, Abo da lassen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, angenehmen Abend, angenehmen Sonntag oder wann auch immer ihr das Video guckt. Haut rein und ciao, ciao.